Ja, herzlich willkommen bei Dümo TV. Heute mal mit einem ganz neuen Gesicht. Mein Name ist Benjamin Schmidt. Ich bin der Betriebsleiter der Sutter Reisemobile GmbH in Freiburg-Umkirch. Wir sind eine 100% Tochter der Dümo-Gruppe und somit darf ich mich heute mal vorstellen. Ich bin heute hier bei der Pössl-Händler-Tagung, wie man hinter mir sehen kann. Viele Fahrzeuge, viele Neuheiten und die werde ich euch mal kurz und knapp erklären. Ja, jetzt habe ich gerade erwähnt, Pössl-Händler-Tagung. Natürlich stehe ich jetzt hier am Clever-Stand oder an den cleveren Fahrzeugen, denn Clever ist eine 100% Tochter der Pössl-Gruppe. Somit sind selbstverständlich auch die Clever-Fahrzeuge hier präsentiert. Wenn wir von außen am Fahrzeug sind, fällt eigentlich direkt was Neues auf. Wir haben einen komplett neuen Schriftzug. Clever Vans, der Papagei, existiert quasi in einer neuen Form und der Schriftzug. Ich finde es sehr schön. Es ist noch ein bisschen ein Prototyp, ne? Also es wird geguckt, wie kommt das alles an, was sagen auch die Händler dazu. Ich habe schon mein positives Feedback gegeben, weil es einfach zur Zeit passt, zu den neuen Clever-Produkten mit den vielen Änderungen wie Holz, Boden. So passt für mich auch der Schriftzug in die neue Zeit. Und dann sind wir schon einmal ums Fahrzeug rum und haben schon ein nächstes Highlight, zwar noch nicht drin, aber so halb drin. Clever geht hin und wird die ganze Wand mit Stoff beziehen. Man sieht auch, es ist ein neues Stoffmuster. Ob dieses Stoffmuster dann in Düsseldorf oder zu den finalen 25er Modellen in dem Farbton sein wird, wird sich noch entscheiden. Auch hier wird es ein bisschen aufs Feedback der Händler geguckt. Es kann sein, dass es ein bisschen heller wird. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen kompletten Stoffbezug von oben bis nach unten, was es so nicht gab. Wir sind jetzt hier an dem Modell Spirit. Wird aber bei allen Modellpaletten so sein. Jetzt bin ich einmal ums Fahrzeug gesprungen, von hinten nach vorne ins Fahrzeug, um euch auch die Neuheiten hier drin zeigen zu können. Wenn wir einmal nach links von eurer Seite aus rechts schauen, haben wir jetzt auch den Stoff, den wir gerade eben hinten gesehen haben, komplett durchgezogen an der Türe, an der Schiebetüre. Und die hört nicht nur in der Mitte irgendwo auf, dass es schön aussieht. Nein, sie geht bis ganz nach unten. Das heißt, wir haben einen kompletten Durchzug mit dem Stoff. Natürlich übernimmt die Farbe vom Stoff dann auch auf der Dinette-Seite. Das heißt, dass wir da auch den Stoffbezug der Türe haben. Dann haben wir, kennt ihr vielleicht schon aus den Modellen Black Edition, die vor 2 Monaten auf den Markt gekommen sind oder vorgestellt wurden, haben wir jetzt auch hier wieder die eingelaserten Schriftzüge von Clever. Also nicht nur der Schriftzug, sondern auch die Zierleiste. Ne? Wird so fortgeführt. Ich gehe stark davon aus, dass mit dem neuen Logo es auch noch hier perfektioniert wird, dass es das neue Logo auch hier gibt. So, vom Spirit 600 springen wir einmal rüber zum Runner hier, zu dem schwarzen Fahrzeug, was wir hier stehen haben. Da ich ja nur Details grob und schnell mal kurz durchgehe, euch zeige, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, gehen wir direkt mal hier rein, weil auch da gibt es Veränderung und die schauen wir uns jetzt mal drin an. Ja, und dann sehen wir in unserem Küchenbereich hier schon die erste Änderung. Wir werden jetzt hier eine Ablage, eine Leiste haben. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wo stelle ich Pfeffer und Salz hin, dass es mir nicht umkippt und auf dem Boden liegt. Ich kann es jetzt hier oben reinmachen, habe es schön verstaut. Wird es bei allen Modellen so geben, also sprich auch im Celebration werden wir dieses Detail haben. Und dann sind wir auch schon im Heck vom Fahrzeug. Hier gibt es auch eine kleine Änderung. Wir haben jetzt die neuen Lampen, die kennen wir schon aus der Black Edition, allerdings dort schwarz, matt schwarz. Jetzt werden sie kommen in Silber, hier sind sie jetzt in Chrom, wird sich wahrscheinlich noch in Silber ändern, aber wir haben nicht mehr die Touchleuchten, was vielleicht der ein oder andere Ärger vermeidet, nachts rumzudrücken, sondern ich habe einfach einen Knopf, da kann ich die Lampe an- und ausstellen. Dann wollen wir natürlich den Duschraum nicht vergessen. Auch da gibt es eine Änderung. Wir hatten ja in den 24er Modelle bisher die runden Schränke. Die werden jetzt eckig werden. Allerdings sollen sie noch ein bisschen schmaler als hier werden, weil das natürlich sonst auch schwer werden kann, um die Toilette zu nutzen. Aber wir haben hier diese schwarze schöne Ablage oben drauf, haben dann einen eckigen Schrank und jede Menge Duschraum
Und zu empfehlen immer, die Holzplatte auch mit dazu zu bestellen, weil die nicht nur optisch, sondern auch für die Nutzung beim Duschen das Ganze viel besser und sicherer macht. So, jetzt bin ich weitergewandert. Jetzt sind wir an unserem gängigsten Fahrzeug oder bekanntesten Fahrzeug von Clever beim Celebration 600. Hier will ich euch auch noch mal kurz mitnehmen und auch zeigen, wie ich schon vorher angesprochen habe, mit der Türe, dass die auch innen jetzt eine Stoffverkleidung hat. Ne? Somit noch mal zeigen, dass das nicht nur bei einem speziellen Modell, sondern bei allen Modellen sein wird. Dann gehen wir hier auch noch mal kurz rein. Ne? Da wir hier auf der Händlertagung sind, sprich Händler trifft Hersteller und umgekehrt, werden viele Rückfragen gestellt und auch eure Wünsche gerne an den Hersteller weitergegeben. Hier wird jetzt auch so ein bisschen eine Studie gezeigt. Wir sind noch nicht in den Endprodukten, aber ich zeige euch mal. Clever hat hier jetzt eine, ich sage jetzt mal, graue Marmoroptik als Tischplatte. Ob die sich durchsetzen wird, weiß man noch nicht genau. Ne? Da wird jetzt auf die Feedbacks der Händler und natürlich von euch als Kunde, weil am Ende seid ihr die Wichtigsten, um so eine Entscheidung zu treffen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob sowas schön und passend ist oder wäre oder ob man am Hersteller sagen soll, lass doch einfach, wie es ist. Never change a running team. So, jetzt nachdem ja die bekannten Modelle einmal durchgegangen sind, dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir haben hier noch den Duo 45. Auch da gibt es kleine Änderungen, die aber viel ausmachen werden. Gehen wir einmal rein. Dann sind wir einmal schon im Fahrzeug und wenn ich hier die Schranktüre aufmache, wird euch für die Leute, die sich damit schon befasst haben, direkt was auffallen. Wir haben jetzt ab Werk eine Kleiderstange oben mit drin, genauso wie das Ablagefach. Auch da wurde auf eure Hinweise hin, sage ich mal, oder Empfehlungen auch vom Hersteller auf uns gehört, dass nicht nur einfach ein leeres Fach, sondern eine Kleiderstange und ein einfaches Brett noch mit dazu kommt. Und hier seht ihr dann das bekannte Bett beim Duo. Auch hier gibt es eine Änderung, jetzt nicht am Bett als solches, aber wenn ich jetzt hingehe und mache die Matratze, wie man es kennt, nach vorne, beziehungsweise den Lattenrost und dann die Matratze und habe mein Bett hier. So, einmal ein bisschen klopfen. Dann habe ich ja das Thema, dass ich ein relativ hohes Bett beziehungsweise die Kante relativ hoch habe und das kann schon schwierig sein, wenn man jetzt nicht athletisch in Topform ist, da hochzukommen. Auch da hat Clever was geändert und gehört, ne? Weil wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es so sehen kann, ja, haben wir jetzt quasi eine Trittstufe. Ne? Man klappt das einmal vor und einmal rüber von der Gegenseite und dann kann ich super bequem hier draufsteigen. Einmal hoch und der Abend ist gerettet, ohne Muskelkater und Rückenschmerzen. So, da bin ich wieder aus dem Duo rausgesprungen, weil ich habe noch eine ganz große Besonderheit. Clever hat ein neues Flaggschiff. Zum allerersten Mal, gab es noch nie, auf Mercedes-Basis haben wir hier ein namentlich Aventuro 600. Ne? Wunderschönes Fahrzeug. Wir haben immer ein Allrad dabei, wir haben immer 190 PS, wir haben LED-Scheinwerfer, wir haben Automatik. Ne? So mal so grobe, schnelle Informationen für euch. Oh, Detail will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich will euch einfach mal kurz abholen. Clever kann jetzt auch Mercedes. Gehen wir mal rein. Wir sind schon im Fahrzeug. Ihr seht vielleicht schon gewohnte Optik. Wir haben auch hier einmal das Eicheholz, Eiche-Dekor, was super in das Fahrzeug passt, gerade so zu Mercedes, sehr edel, sehr modern, mit den grauen Applikationen, einmal die Wände hier in grau, die Platten in dunkelgrau, einen neuen Boden, na, also jetzt nicht den Clever-typischen Boden, das heißt, wir haben hier auch eine Änderung. Wir haben ein Dreisitzer-Konzept jetzt hier, sprich, wir haben zwei Sitze vorne, einer hinten und eine kleine Dinette-Sitzecke hier und wenn man vielleicht einmal kurz sehen kann, eine wunderschöne Leiste, LED-Leiste auch hier von oben nach unten, macht das Ganze einfach wertig, macht es schön, macht es in der gewohnten Qualität nochmal das Plüsschen mehr dazu. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes, was es im Kastenwagenbereich so wenig bis gar nicht eigentlich gibt und
Was euch vielleicht auch ein bisschen überraschen wird, aber wir haben ja hier hinten wie gewohnt das Bett, also da hat sich jetzt nichts geändert. Aber jetzt kommt's, wir haben hier ein Slide-Out, kennt man eigentlich aus den ganz großen Modellen. Das heißt, wir haben hier die Längsschlafmöglichkeit, obwohl wir ein Querschläferbett hätten, in dem wir den Slide-Out ausfahren können. Und das werden wir euch gleich nochmal von draußen zeigen, aber allein von hier innen sieht es schon spektakulär aus. Es schaut dezent raus, ne? Das heißt, das Ganze lässt sich schön ein- und ausfahren. Natürlich während der Fahrt, logisch muss es rein, aber im Stand kein Problem. Ich belästige hier auch niemanden. Es ist ein absolutes Highlight, es ist was Einzigartiges. Wir werden auf das Fahrzeug nochmal genauer eingehen. Heute geht es darum, euch zu informieren, als erstes zu informieren und auch die richtigen Highlights zu bieten. Dann sind wir auch hier schon am Ende. Was heißt schon? Ich glaube, wir haben viel zeigen können. Alles, was Clever betrifft für Modelljahr 25, haben wir euch jetzt gezeigt, werden auf das eine oder andere noch mal im Detail eingehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr habt auch gefreut, mich kennenzulernen. Wenn ihr irgendwas habt, ihr sagt, Mensch, Freiburg, schöner Wohnort oder schöner Ort, ich will da mal vorbei, ich will mal die Firma Sutter Reisemobile kennenlernen, ich will ein Fahrzeug dort mieten, ich will was kaufen, alle herzlich willkommen. Ich werde euch unten nochmal meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer einblenden. Gerne melden, egal um was es geht. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, gerade nochmal die Platte, die Tischplatte, ne, die Farben, so, was ist euer erster Eindruck, wie findet ihr es, kommt es gut an, soll man was ändern und nicht vergessen, ein Like da zu lassen, damit wir auch mehr Follower bekommen. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dymo TV.